Das hier bin ich, wie ich meinen Elfmeter mit dem FC Bayern direkt ins Kreuzeck schieße. Und das hier bin ich. Ich habe leider mit Dortmund aus dem Stadion rausgeschossen. Und wir klären heute in einem Bundesliga-Elfmeter-Showdown, wer besser im Elfmeterschießen ist. Leni? Oder Fabi? Die Regeln sind einfach. Fabi und ich bekommen vom Glücksrad jeweils ein Bundesliga-Team zugeteilt. Dann geht's in ein Elfmeterschießen. Der Sieger bekommt einen Punkt. Und wir wiederholen das Ganze so lange, bis einer von uns mindestens 4 Punkte hat und als Bundesliga-Elfmeter-Champion geehrt wird. Ach so, und der Verlierer bekommt eine eklige Bestrafung. Dazu aber später mehr. Und ich drehe als erstes das Glücksrad. Let's go. Das könnte Bayern werden. Nicht in Bayern. Okay, es ist Werder. Let's go, dann drehe auch ich noch das Glücksrad. Bitte, komm einfach in einen Top-Club gleich mal rein. Vielleicht auch in Bayern. Na, das ist zu wenig. VfL Bochum. Und wir gehen rein ins erste Elfmeterschießen und die Schützen. Das ist relativ ausgeglichen, Leni. Komm on, ich habe den Vorteil anzufangen. Den ersten wichtig. Rein da. Na gut, jetzt muss ich nachlegen. Ich mach dich nervös mit dem Torwart. Ich mach dich kirre. Mist. Drüber. Asano, komm schon, komm schon. Ja, ja, nee. Ich schieße in die rechte Ecke, Bruder. Komm, okay, wohin? Ich glaube rechte Ecke, rechte Ecke. So ein guter Safe, Mann. Hofmann, jetzt. Dein Torwart, der geh mir aus der Sonne. Oh mein Gott, wie hat er den nicht gehalten? Guck mal, mein Torwart, der ist schon ganz... Der weiß gar nicht, wie dir geschieht, aber so. Ich schmeiß ihn wieder links. Ja. Oh, du frech, da ist in die Mitte. Die Mitte. Gamboa, die Nummer 2. Komm, oben rechts. Hallo, ich habe mich rechts geschmissen. Ja, aber nach unten, das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Der Mega. Weiser, das ist Druck, das ist der Matchball. Das. Mist. Weiser, dass er das treffen muss. Aber witzig weiß auch, dass er treffen muss, denn... Bruder. Oh mein Gott, da muss ich nichts mehr was tun. Warum? Ja, der PSG kann schon. Nee. Ja, ist genau das gleiche passiert. Das ist Karma. Das ist Instant Karma. Du hast den letzten verschossen und ich habe das erste Ding mit Bochum gerockt. Let's go. Erster Punkt für Fabi. Aber ich drehe das Ding noch, Freunde. Keine Sorge. Ob das auch wirklich so sein wird, Freunde? I doubt it. Aber in diesem Video werdet ihr noch ultra spannende Elfmeter schießen, extrem lustige Momente und ein hochdramatisches Finale erleben. Davor erwartet uns aber noch der nächste Spin im Glücksrad. Ich drehe wieder. Leni beginnt. Wohin geht? Das ist hart. Für dich. Bleibt nur zu hoffen, dass mir das Glücksrad jetzt ähnlich gönnt wie Leni. Gott sei Dank. Dortmund wollte ich sowieso nicht haben, aber ich bekomme die Frankfurter Eintracht. Frankie Town. Genau. Naja, aber Frankie Town hat nicht so wirklich gute Elfmeterschützen, oder Fabi? Na, also im Gegensatz zu deinem Dortmund dann nicht, aber ich regel das schon. Ich habe sogar den Österreicher, Marcel Sabitzer. Ich habe auch einen Österreicher, Mario Götze. Ist doch ein Deutscher, oder? Ah, Test bestanden. Aber besteht sie auch den Elfmetertest? Da ist die Frage. Ja, Mann, oh, die ja, geht gleich rüber mit Kobeldigi. Kevin Trapp, der so sagt so, nicht zu fest schießen. Ben Sebaini. Und... Wow. Oh, meine Güte, jetzt habe ich das Ding komplett... Oh, der ist ja... Controller fallen lassen, das ist sowieso egal, was ich mache, wenn du so eine Krütze zusammen. Ja, ich komm, lass meinen Torwart hier mal ein paar zwirbeln. Füllkrug, der schießt nach rechts, weil... Ja, mit dem Bruder muss los. Das war nicht mal geplant, ich wollte nach rechts schießen. Mit dem muss ich mich heute hier abfinden. Tut... Und ich habe nach rechts gedrückt und er springt nach links. Ja, das ist super. Super. Frankie Can ist aber nicht so in Nee, und Emre Can kann es jetzt entscheiden für... Ja, und Dortmund gewinnt halt 3-0 gegen Frankfurt. Und es steht 1-1. Neue Runde, neues Glück, Freunde. Und ich drehe... Was dreht die gute Leni? Leverkusen. Oh, nicht schlecht. Wie viel da sind die in der Tabelle? 10. Nee, die sind Erster. Oh, ja. 10 ohne 0 ist ja auch die 1. Ja, du bist in dem Fall dann quasi die 0. Darf er so? Und Leni hatte bei ihrem Spin schon wieder mal gut Glück. Kann ich das jetzt auch in die Richtung machen? Jawolski, RB Leipzig. Na gut, die mag ich eigentlich nicht so. Aber gut sind sie. Naja, oder Kommando zurück. So gut sind meine gar nicht. Deine sind sogar ein bisschen besser. Das werden wir dann beim Elfmeterschießen sehen. Let's go. Okay, Freunde, Selbstvertrauen bei Leni sieht anders aus. Ah, sie kann es halt nur frech in die Mitte hier. Das stimmt doch nicht. Naja. Timo Werner, nee, nix da. Ja, dann schmeiß dich nicht nach links. Der ich ist genau im Knie. Ich hab nichts gemacht. Warum? Ich hab ihm nichts getan. Hofmann, komm. Mein Torwart, der ist schon wieder ganz auf verrückten Wegen. Hofmann, rechts, rechts, rechts. Wow, no. Wow, no. Flach ins Eck rein. Palacios. Nee, Freunde. Mein Torwart sagt so, nee, bitte nicht. Aber ich hab mich verdrückt. Da lacht er dich brutal aus. Und Openda. Schießt. Direkt in meine Arme. Danke. Ja, das war nicht gut. Nee, das gibt's doch nicht. Ich hab...
Ich habe gerade irgendwie eine kleine... Du schießt ja richtig gut. Ich habe gerade irgendwie irgendwas... Meine Chakren sind nicht im Einklang, habe ich das Gefühl. Achso, es geht schon los. Ich glaube auch, Freunde, es liegt an den Chakren. Oh, Olmo haut die Murmel rein und Leipzig schlägt Leverkusen. Und Fabi mit 2-1. Mann, Fabi, ich will keine Bestrafung machen. Ja, du musst auch noch keine machen. Wir haben ja noch einige Versuche Zeit. Dein Glücksrad dreht sich auch schon. Und auf welchem Verein landet es? Das Goldene B. Was ist der Verein? Borussia Mönchengladbach. Oh, sie wusste es sogar, Freunde. Das habt ihr nicht gedacht, oder? Nee, das hat sicher niemand erwartet, dass du das weißt. Ich am allerwenigsten. Aber mein Verein wird welcher? Der erste FC Heidenheim. Das sind doch die Besten aus dieser Runde, oder? Ja, das ist absolute Grütze. Aber Kommando zurück, so schlecht sind meine Spiele im Vergleich zu deinen gar nicht. Ja, meine sind echt enttäuschend irgendwie. Dann gucken wir mal, ob die auch vom Punkt enttäuschend sind. Nach rechts. Wo wolltest du hinschießen? In die Mitte? Ja, ja, klar. Wo schießt du jetzt hin, ist die Frage. Dinky, ich schieß nach rechts. Nee. Rechts, meine Gute. Honorat. Ich dribbel wieder mit dem Torwart so komplett umher. Der nimmt dich hops. Ja, du nimmst mich hops. Pitching! Wie ein Laserstrahl. Ich zeig dir gleich den Laserstrahl. Glaub, Team Kleindienst, der verschießt nicht. Der ist unhaltbar, Digga. 4 Elfmeter, bisher haben alle den Weg ins Tor gefunden. Mein Torwart sagt so, komm, beruhig dich mal. Ah, du beruhigst dich nicht. Du brauchst dich mal ja, komplett beruhigen. Ich schieß wieder nach rechts. Teuerkauf. Rein da. Aber jetzt schießt Reiz. Gut. Kannst du mit dem neue Reize setzen? Auch kannst mal du mit nach dem. Rechts. Nein, nach Reiz. Ja, und du gibst jetzt dein Bestes. Komm, Beste. Zack, zwirbel das Ding rein hier. Junge, gut gemacht. Wir sind im Sandef. Mein Torwart sagt, komm nur. Maxi Weber, komm nur. Ah, Mist. Jetzt ist schon langsam richtig Druck da. Marvin Pieringer, Marvin Pieringer. Österreichische Power. Weigel. Let's go. Du schießt. Du schießt. Diesmal habe ich noch keinen verschossen. Oh, aber ich auch nicht. Aber ich habe auch schon mal alle verkackt. Also von dem her ist alles gut. Meine Güte, was das für ein Elferschießen. Nicht perfekt. Ikone, Kone, Kone. Mach die trotzdem. Die Meloni, zack. Ich hab's nicht. Das war... Also ja. wenn man solche Mittel nötig hat... Wer nicht aufpasst, ich sag nur, komm nur. Wer nicht aufpasst, wer sich nicht auf sich selber konzentriert, den bestraft das Leben. Und apropos Leben, guck mal, wie mein Schütze heißt. Sie ist Leben, Herz, beben, lass uns... Leben. Ich verkack's doch auch. Das ist ein hartes Leben. Komm, lass Müller mit Itakura. Co Itakura! Knappe Partie. Föhrenbach. Ich weiß nicht wohin. Nach rechts. Links. Rechts. Das bin normalerweise ich. Komm, Elvedi, es wird hier schon so knusprig. Meine Güte. 9-8. Mainka. Komm, mach ihn, Junge. Mach ihn. Mann, Gott, das gibt's gar nicht mehr. Nikolas. Oh, den triffst du gut, aber du schießt in die Mitte. Yes, ich hab ihn. Müller kann den Hasen zumachen mit dem Lupfer. Heidenheim schlägt Gladbach 10-9. Und Fabi geht mit 3-1 in Führung. Ja, so fühle ich mich auch. Und da hat Fabi jetzt in jedem Duell Matchball. Und ich brauche jetzt ein gutes Team. Und ich drehe... Union. Berlin. Das hat sich gereimt. Okay, sorry, Freunde. Ihr habt nur gerade meinen inneren Kollegen gechannelt. Aber der ist jetzt egal. Wir brauchen das Glücksrad. Und das sagt SC Freiburg für mich. Jawohl, in den Schwarzwald. Ist das ein Adler? Ah, und das ist interessant, Freunde. Wir haben gerade nochmal nachgeguckt, welches Tier ist auf dem Freiburg-Logo. Es ist ein Greif, ein Fabeltier, eine Mischung aus Löwe und Adler. Naja, wenn es zumindest kein Fabi-Tier ist. Aber Fabi ist ein Tier. Boom! Der war gut. Dann gucken wir mal, ob du jetzt auch bei den Elfmetern gut bist. Mein Torwart macht hier schon Pantomime. Behrens, perfekt, komm, ich schieß nach rechts. Ist drin. Der ist Latte und drin alt, aber der geil. Ich mach Grifo, der hat 91 Elfmeter. Oh ja, den verschießt er nicht. Komm nur, sagt mein Torwart. Komm nur. Ah, oh, Mist. Komm, Ginter. Matze Ginter. Knüppel das Ding ran. Oh, cheeky. Ich roll mich hier durch die Gegend. Magdalena, der kleine Rollmops. Mist. Gregoric. Komm, Gregal. Österreichischer Bruder. Ehrenhaft mit links. Trimmelt das hier rein. Der trommelt die Ding. Ja, der nächste ja, Österreicher, der trifft. Trimmels und Trippels. Kein Wort verstanden, was du gesagt hast, aber ist auch egal. Wir sind im Sudden Death und nicht vergessen, wenn du verballerst, ist das Ding vorbei. Ja, mach ich nicht. Also, ich muss dann auch noch treffen. Knoche! Ich. Mist. Aber dann könntest du rankommen. Aber bitte, komm, Eggestein! Wuhu, gerade noch mit dem Fingerspitzchen. Mist, und es steht nur noch 3-2 für mich.
Aber dafür darf ich jetzt mal als erstes das Glücksrad drehen und da brauche ich eine gute Mannschaft. Es wird der FC Köln. Ja, Fabi, da kannst du dich aber warm anziehen, denn ich habe den FC Bayern gedreht. Na gut, dann kann ich mir mit dem Pullover ausbauen, oder? Wie läuft das jetzt? Ich glaube, der passt hier nicht. Und apropos Bestrafung, es gibt für den Verlierer eine eklige Chili-Paste. Das wird eine scharfe Angelegenheit. Und während Leni hier noch nicht aufpasst, geht ihre Zeit schon weg, denn der erste Elfmeter geht schon los. Okay. Ja, klar, wir spielen hier mit den ganz, ganz gefährlichen Mitteln, wenn du am Handy hängst. Okay. Harry Kane, komm, in welche Ecke denn? In welche Ecke denn? Oh, Druckstand gehalten. Ja, gut. Das war gemein. Guten Morgen, Bist du aufgewacht? Ah! Oh, der ist gut. Komm, rechts, rechts, Kimi. Rechts. Oh! Schwebe, wirft ihn nicht runter. Kann er treffen? Nope. Oh. Nein. Ach, das wäre schon an dem gut. Lacher. Leni wollte sich wieder in die Ecke schmeißen. Und es hat nicht funktioniert, aber den habe ich Weltklasse. Davy Selke. Den nächsten auch nach rechts, komm. Neuer hat den wirklich. Wenn du den nächsten auch hältst, wäre es funny. Kingsley, come on. Den hat. Oh, in die Mitte. Frech. Okay. Oh, ich habe Pressure. Ich muss treffen mit Mark Uth. Komm, schnippel ihn in die Mitte. Gut, Junge. Leni, komm. Das ist Pressure. Ich wäre sogar stehen geblieben, aber du hast die Latte getroffen. Okay, ich muss treffen, okay, den letzten okay. noch. Komm, bitte. Rein. Yes, wir gehen in die Verlängerung. Ich treffe immer die falschen Entscheidungen. Musiala hat auf jeden Fall die falsche Entscheidung getroffen. Oh, und Hübers hat den Matchball. Oh, den habe ich nicht perfekt. Den Ball ich am der Tor Keeper vorbei. Der Keeper catcht die Trotte. Hast du die richtige Wahl getroffen. Links. Mist. Paccarada, den habe ich perfekt am Fuß. Yes, wir sind noch dran. Du musst einfach nur schießen. Okay. Du schießt in die Mitte. Ich spür's. Ausgerechnet Neuer verballert. Und Chabot hat den nächsten Matchball. Durchatmen. Okay. Trifft er, Sieger in diesem... Battle und ich will es zu arrogant machen. Die Spannung ist ja unerträglich. Masraoui nach links. Das gibt's nicht. Ganz knapp. Martel, komm schon. Go. Bitte Pressure. Gut verladen. Okay, Upamecano. Carstensen, komm. Was ist denn mit Carsten los? Der verballert den. Let's go. Und jetzt mache ich's. In ein Entscheidungsduell. Und vor diesem Entscheidungsduell haben wir beide nochmal das Glücksrad gedreht. Und mein Team wird Stuttgart sein. Und mein Team, Freunde, ist Darmstadt. Nee, Leni, das üben wir noch. Das heißt doch Darmstadt. Der Druck ist groß in diesem Entscheidungsduell. Kempe, mach den ersten rein. Girassi, komm schon, mach ihn für Stuttgart und mich. An die Latte, das gibt's nicht. Marc Witzer für Darmstadt, Leni ist im Vorteil. Komm, aber du schießt in die Mitte. Ja, ich schieße in die Mitte, aber drüber. Schießt auf die Zuschauer. Silas, komm, hau ihn rein, mach den Ausgleich für mich, er macht ihn. Perfekt getroffen. Den hab ich. Oh, der geht, ich war im richtigen Eck. Trifft er für ich. Nee, Spaß eigentlich, was nur der Ausgleich. Ja, für mich. Holland, wohin denn, ha? Wohin denn? Mann, schon wieder, das gibt's ja nicht. Milot, komm. Er kann jetzt Stuttgart in Führung bringen. Das ist so wichtig. Oh, Nürnberger Druck, Leni. Du musst den treffen, sonst bin ich Sieger. Trifft er wieder nicht perfekt. Oh, schon wieder genau da drüber. Du schießt dreimal drüber. Wie schlecht ist das denn? Ich bin Sieger. Und du darfst eine Bestrafung machen. Ja, Mann, ich muss meine Bestrafung machen. Und während Leni ihre scharfe Bestrafung macht und deutlich Freude daran empfindet, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dieses Video gerne noch angucken. Klickt drauf und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.